Zwei Tage lang stand der oberbayerische Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Während die Staats- und Regierungschefs der G7 im streng abgeschirmten Luxushotel Schloss Elmau globale Themen diskutierten, war der Kurort Garmisch-Partenkirchen vor allem Schauplatz der Demonstrationen. Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Sigrid Meierhofer, zieht am Ende des Gipfels positive Bilanz. Ja, wie gesagt, am meisten bin ich froh darüber, dass die Demonstrationen friedlich geblieben sind. Dafür möchte ich auch wirklich beiden Seiten, sage ich jetzt mal, danken. Sowohl den Demonstranten als auch der Polizei, die das Kunststück geschafft haben. Ja, also da denke ich, dürfen wir ruhig ein bisschen stolz drauf sein. Ja, die Großstädte schaffen es nicht. Wir haben es jetzt gezeigt, wie es gehen könnte. Das finde ich ganz schön. Und es gab ja dann im Verlauf jetzt der letzten Tage auch ganz eigenartige Allianzen. Also da hat beispielsweise der Mütterverein 3 Bleche Apfelstrudel ins Camp gebracht, habe ich gehört. Dann, als es so stark geregnet hat, sind die mit Decken versorgt worden. Also die haben sich dann doch gut aufgenommen gefühlt, die Demonstranten. Ich denke, das hat sicherlich zu diesem friedlichen Verlauf auch beigetragen.